Physical things define what
rises forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the one on a silver platter, and what good would it be? No one to share. The feeling that I can't go on.
got you next to me. All night I'm riding with you. I know you got my back and I know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Adrenaline. Next to me.
Satisfy your senses. You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you.
just when it feels right, you say you found someone to hold you, hold you like I do. Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me that you miss you, existing just to kiss you, like the way I do. Oh, tell me that she wants you, infatuate and haunt you. She knows she's how to shock you, electrify and rock you. She inject you, seduce you and affect you, like the way I do. Like the way I do. Can I survive all the implications? Even if I try, could it be less than an addiction? Whoa, don't you think I know? There's so many others. Whoa, fake, steal and lie, fight, kill and die, just to hold you, hold you like I do. Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you, like the way I do? Oh, tell me, does she want you, infatuate and haunt you? To know it's not to shock you, electrify and rock you. Does she inject you, seduce and affect you, like the way I do? Oh, nobody loves you like the way I do. Nobody wants you like the way I do. Nobody needs you like the way I do. Nobody aches just to hold you like the way I do. No. Just to kiss you like the way I do. No, tell me, does she want you, infatuate and haunt you? She knows she's gonna shock you, electrify and rock you. Does she inject you, seduce you and affect you, baby, like the way I do? Jetzt Herzen gleich besser. Der hat natürlich noch geflüstert. So, ein zweites Mal guten Morgen. Wie man sehen kann, mittlerweile ist hell geworden. Also ein paar Minuten Aufbau im Verleihlager zu Zwecken der Schaffung des Tonstudios wurde etwa eine Stunde. Es ist immer noch improvisiert, auch wenn es so lange dauert hat. Ich bitte über den ein oder anderen Fehler hinwegzusehen. Hauptsache, wir haben ein bisschen Spaß an der Sache. Und was tut man denn alles, um einen Sonderwunsch zu erfüllen?
Ich hoffe, ihr hört das jetzt.
faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. I'm gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life and it's now or never. I just wanna live the rhyme alive, 'cause it's my life. This is for the ones who stood their ground. For Tommy and Gina, but never back down. Scheuer, heute als Gast. Aber er hat noch ein bisschen was zum Song. Jetzt war ein kleiner Schnitt nötig. Nicht, weil ich mich ganz schlimm verspielt oder versungen habe, sondern weil ich wie üblich an dem gescheitert bin, was ich eigentlich glaube, gut zum Kinder, nämlich reden. Und beim Reden passiert ein Fehler. Deswegen habe ich jetzt kurz schneiden müssen. Seht mir das Ganze nach. Ich hoffe, der Live-Charakter geht dadurch nicht verloren. Versprochen, ich habe nicht rumgeschnippelt während dem Stück. Geht ja gar nicht. Ich nehme das einfach in einem Take als Stereosumme aus dem Mischer raus auf. Also ich kann gar nicht betrügen, selbst wenn ich wollte. Und selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht, weil ich es nicht kann. Wir haben ja eben alle Live-Musiker. Eine Live-Bühne mit Publikum vor einem gibt einem natürlich das Allermeiste. Das können und dürfen wir im Moment nicht und wollen wir auch nicht. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, auch wenn das Ganze für manche sehr hart ist. Steffi und ich sind wir in der glücklichen Situation, genauso wie unsere Kollegin Sylvia, dass wir mir das Ganze neben der Arbeit, neben einem eigentlichen Beruf machen dürfen und natürlich jetzt Einschnitte haben und natürlich auch finanziell jetzt dieses Jahr in eine nicht allzu rosige Zukunft blicken. Aber wir werden nicht verhungern, davon sind wir überzeugt. Wir haben auch eine positive Grundeinstellung zum Leben und gehen davon aus, dass wir nicht geschwächt, sondern seelisch und mental gestärkt aus dieser Sache hervorgehen. Und ich denke, das ist mindestens genauso wichtig wie der finanzielle Erfolg. Trotz allem lebt ein Bühnenmensch eben nicht nur von der Gage, die einem am Ende eines Abends hoffentlich gerne übergeben wird,
sondern viel lieber lebe ich davon und auch die Steffi und auch meine Kollegin die Silvia, das weiß ich, vom uns entgegengebrachten Applaus, von der dadurch ausgedrückten Anerkennung und Wertschätzung. Es ist wie eine kleine Entzugserscheinung, die man als Musiker im Moment durchlebt. Da geht es nicht nur uns so, sondern vermutlich auch alle anderen Kollegen, die diesen Job, diesen Beruf aus Überzeugung und aus Leidenschaft tun. Deswegen finde ich es umso schöner, dass die Steffi eine Bühne geschaffen hat, die selbstverständlich den Bedingungen angepasst und bei Weitem nicht so direkt ist, wie das eine Live-Bühne in einem Konzertsaal oder in meinem Lieblingsfall in einer Kirche ist, sondern es ist eine Facebook-Livestream-Bühne, wo man etwas verzögert durch Kommentare oder auch durch kleine verfasste WhatsApp-Nachrichten erfährt, ob das, was man musikalisch fabrizierte, angekommen ist und jemandem Freude bereitet hat. Ich denke, um das geht's. Musik ist eine international verstandene Sprache und auch wenn man den Text nicht versteht, kann man durch Harmonien sehr gut Gefühle ausdrücken, nicht nur durch Dur und Moll. Deswegen hoffe ich sehr, dass mein musikalischer Gastbeitrag irgendjemandem Freude bereitet hat und nicht nur Anlass zur Kritik bietet. Und ich hoffe auch, dass ein bisschen Applaus zurückkommt. So fordernd bin ich jetzt einfach mal. Wir versuchen etwas zu geben und wir freuen uns, wenn wir was zurückkriegen. Und wir wollen definitiv das, was wir am meisten schätzen und lieben, wenn wir auf einer Bühne stehen. Und das ist ein ganz kleines Klatscherchen. Ich hoffe, dass die Steffi weiterhin ganz viele kleine und große Klatscherchen erhält. Ich habe jetzt mal kurz da reinschmecken dürfen. Es ist nicht einfach, vor einem Handy zu stehen und zu sprechen und so zu tun, als wäre jemand direkt vor mir. Ihr seid zu Hause am Fernseher, am Tablet, am Smartphone. Es ist echt schwer. Und ich ziehe meinen Hut vor der Steffi, die manchmal ein bisschen drüber ist natürlich. Man weiß aber auch nicht, wie man sich positionieren sollte. Wahrscheinlich bin ich auch drüber oder drunter. Wir wissen es nicht. Wir hoffen trotzdem und ich hoffe, dass Steffi weiterhin gut zur Unterhaltung am Samstag und Sonntagabend beitragen kann. Und ein blöder Wunsch zum Schluss, wenn man Steffi irgendwann nimmer beim Lagerkoller singt, dann ist es ein Grund zur Freude, weil dann haben wir es überstanden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.